neu, zwei Tomaten, danach zweimal Leber, zweimal Tee, zweimal Spargel, als drittes zwei Kiste, zwei Reh, zwei Ziege, zwei Landei, bitte. Jawohl. Kommt weiter neu. Vier haben es pro Stand. Wir haben 2008 aufgemacht und ich bin sehr stolz, dass wir 2013 die höchste Auszeichnung, die es in der Gastronomie zu vergeben geht, die 3 Sterne Michelin, hier über dem Tegernseer Tal leuchten lassen können. Drei Sterne bedeutet laut Michelin-Führer eine Reise wert. Und damit ist man unter den weniger als 100 Restaurants weltweit, die damit ausgezeichnet werden. Das Restaurant, der Koch, also sprich ich, und seine Brigade müssen das aber jedes Jahr und bei jedem Essen, bei jedem Gast, an jedem Abend immer wieder erneut unter Beweis stellen. Unser normaler Tag ist jenseits jeder Kochromantik. Wir gehen nicht morgens alle zusammen auf den Markt, besuchen danach den Fischer, schauen, was er aus dem See gezogen hat. Das, was vielerorts so beschrieben wird, ist bei uns sehr viel strukturierter und zielstrebiger. 4 Schokolade, 21, bitte! Jawohl! Oder? Ich habe mir was überlegt mit dem Rinderfilet. Ich möchte es mal ein bisschen neu machen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir könnten das Rinderfilet braten und wir machen dazu die Rotweinsoße wie bisher. Jawohl. Ja? Und danach das Ganze auch am Spinat mit der Beaujolais-Soße anrichten. Also das finde ich eine super schöne neue Art, das Rinderfilet mal zu präsentieren, dass die Beilagen nicht immer daneben liegen, sondern dass die quasi das Rinderfilet noch unterstützen und das Ochsenmark dann hinterher drüber schmilzt. Ich versuche unseren Gästen zusammen mit meiner Mannschaft, das darf man nicht vergessen, Kochen ist ein Mannschaftssport, immer wieder ein neues Erlebnis auf den Tisch zu bringen. Wir kochen, ja, vielleicht sogar regional, aber wir definieren Regionalität anders. Wir machen eine weltoffene Regionalität. Aber Sie müssen am Tisch sitzen und sagen, ja, ich bin hier in Oberbayern und ich merke, dass ich in dieser Region esse. Natürlich interpretiere ich auch Speisen neu, die traditionell hier auf dem Speiseplan gestanden haben. Man kann auch schauen, dass man vielleicht manche Gerichte anders präsentiert. Wobei nie die Präsentation über dem Geschmack und über der Qualität der Produkte stehen dürfen. Das ist nur der Mittler. Wir brauchen perfekte Lebensmittel und nicht gute, sondern perfekte Lebensmittel, außergewöhnlich perfekte Lebensmittel, jeden Tag. Das ist das, was wir als Köche können. Die Qualität erhalten. Das Produkt selber muss Weltklasse sein. Man mag sich jetzt darum streiten, ob Abensberg besser ist als Strobenhausen, aber die Qualitätslinie liegt so hoch, dass da niemand anderes drankommt, sodass sogar diese Qualitäten weltweit exportiert werden. Und ich freue mich als Koch darüber, dass ich mit einem solchen Grundprodukt arbeiten darf. Ich habe mir gedacht, wir machen einen Salat aus gebratenen Rostbratwürsteln und Allgäuer Emmentaler würde ich den gerne damit reinnehmen. Oft dauert es Monate, bis wir ein Gericht fertig haben. Es wird von allen probiert, jeder darf den sprichwörtlichen Senf dazugeben und erst wenn es dann für uns alle perfekt ist, gut, dann überlegen wir uns, kann das Gericht bei uns auf die Karte kommen. Und wenn wir das dann haben, dann fährt sowas wie ein Prototyp ab. Das heißt also, in bestimmten kleineren Zahlen servieren wir es unseren Gästen. Ist gut geworden, gell? Ja. Sehr schön. Haben wir eine tolle Idee für unseren nächsten Kochkurs. Ich als Zugereister freue mich jeden Tag daran, in einem solch wunderschönen Bundesland leben zu dürfen, in dem
wirklich das Füllhorn reich gefüllt ist und es Spezialitäten gibt. Wenn man schon alleine nur sieht, wie wirklich noch nach traditioneller Machart der Allgäuer Käse hergestellt wird. Und was man dann daraus machen kann. Man kann den aufs Brot legen, man kann natürlich den aber auch anders verarbeiten. Aus meiner Erfahrung ist die Fälschung immer nur eine Kopie des Originals. Und um authentisch zu sein und die Qualität transportieren zu können, kommt man am Original nicht vorbei.